Hallo, in diesem Video geht es darum, wie ich 25 solche Herzpatches, die in Double Face gestrickt sind, zu einer Decke zusammennähe. Wie man die Patches strickt, das findet ihr in einer Anleitung, die unter dem Video verlinkt ist. Hier geht es jetzt ausschließlich darum, wie man so eine Decke am Ende zusammenfügen kann. Benötigt habe ich dafür von der Merino Silk Socks jeweils 300 Gramm. Also man benötigt ca. 250 Gramm, aber es sind eben 100 Gramm auf dem Knäuel, also von jeder Farbe 3 Knäuel. Die Decke wird ca. am Ende 500 Gramm wiegen, was für eine Babydecke mit einem Maß von ca. 80 x 80 cm genau richtig ist. Die Silk Socks besteht zu 58% aus Wolle, 25% Polyamid, 11% Seide und 6% Polyester Elite. Das heißt, sie hat so einen leichten Stretchanteil und durch die Seide wird die Decke schön weich. Die Lauflänge beträgt 420 Meter auf 100 Gramm. Und es ist eben im Double Face gestrickt. Dazu habe ich viele Videos im Kanal. Eben, wie gesagt, wie man das Ganze macht, findet ihr in der Anleitung unter dem Video verlinkt. Und wenn ihr dann die Fleißarbeit beendet habt und 25 Teile fertig habt, dann geht's ans Zusammennähen. Ich habe hier schon mal einen großen Teil gemacht. Auch das Schema, wie das Ganze zusammengenäht ist, findet ihr in der Anleitung. Und so sieht das Ganze eben auf der Vorderseite aus. Und auf der Innenseite sieht das so aus. Ich überlege mir noch, ob ich die Nähte am Ende noch mit einer Reihe Kittmaschen überhäkle. Aber das entscheide ich dann zum Schluss. Im Moment geht es jetzt eben darum, wie füge ich die Patches aneinander. So, und beim Zusammennähen mache ich das jetzt so, dass ich auf der Vorderseite das Ganze zusammennähe. Ich erfasse hier den cremefarbenen Faden, also die Hauptfarbe, und auf der gegenüberliegenden Seite auch den letzten Faden in der Hauptfarbe. Und immer wenn ich so zwei, drei Stiche zusammengenäht habe, lege ich wieder, spanne ich Quadrat auf Quadrat zwischen den Fingern und nähe dann weiter. Also man kann hier nicht Masche für Masche auf Reihe für Reihe nähen. Man muss da eben das jeweils wieder hinspannen und schauen, wie oft man eben wo einstechen muss. Bei den Maschen oder bei den Reihen sicherlich immer nur einmal. Maschen haben wir ja weniger wie Reihen. In den Ecken gehe ich dann einmal quer in die Eckmaschen rein. Und setze jetzt hier auch einen Knoten. Damit ich diese Seite befestigt habe.
Und jetzt geht es hier auf dieser Seite weiter. Jetzt habe ich quasi die Maschen oben und die Reihen unten. Auch jetzt lege ich hier erst wieder Ecke auf Ecke. Nehme dann hier auch wieder die letzte Farbe, also die letzte Maschenschlinge der Farbe oben und erfasse dann auf der Seite mit der Masche wieder die letzte Schlinge. Und wenn ich dann wieder drei Maschen gestickt habe, schaue ich oder genäht habe, schaue ich, ob es hier noch passt. Und nähe das dann zusammen. Und bei dieser Reihe bin ich jetzt eben, habe ich zweimal eingestochen. Und das ergibt sich eben durch das Spannen, dass man eben gar nicht so sehr drauf achten muss, wie oft hat man eingestochen, sondern passt es am Ende, passen die Ecken aufeinander. Und das eben immer wieder zwischendrin prüfen. Und dann wieder weiter nähen. Und das mache ich jetzt eben so mit allen Teilen. Die Anordnung findet ihr eben in der schriftlichen Anleitung. Und am Ende werde ich diese Nähte noch alle mit dem Kontrastfaden umhäkeln. Das werde ich euch auch noch zeigen. Und dann ist die Decke fertig. Da steckt natürlich viel Arbeit dahinter. Diese Quadrate hat alle die Dominik Wiens gestrickt. Und das ist natürlich ein Aufwand, aber das Ergebnis lohnt sich. Ist ein echtes Herzensprojekt im doppelten Sinne, ne? Mit so vielen Herzen drauf. Immer wieder anpassen. Und nähen. Und auch hier kommt jetzt ein neues Quadrat dran. Und das ist dann das letzte in dieser Ecke. Dann ist es groß genug. Und immer über die Diagonale liegen die Herzen in der gleichen Richtung. Ne? Hier liegen sie Kopf, diagonal auch Kopf, diagonal auch Kopf. Und hier eben auch. Hier liegen sie auf der Seite und so diagonal passt es immer. Und direkt waagrecht wechselt sich das Ganze eben ab. Hier liegt zur Seite, Spitze nach rechts.
Hier liegt es auf dem Kopf, zur Seite, Spitze nach links, nach unten und dann geht es wieder von vorne los, zur Seite, Spitze nach rechts. Und da ich jetzt eben diagonal annähe, kann ich das Herz genauso hier reinlegen. Und dann beginne ich hier auch mit der Ecke. Und setze auch hier ein kleines Knötchen, das wird man nachher durchs Umhäkeln gar nicht sehen. Und nähe jetzt wieder genauso wie zu Beginn. Habe ich eben jetzt unten wieder die Maschen und oben die Reihen. Schau wieder, wo ist die letzte Schlinge mit der vorderen Farbe. Und dann nähe ich das, wie ich es euch eben zu Beginn vom Zusammennähen gezeigt habe. Man näht jetzt wieder in die gleiche Richtung. Und dann nähe ich das so zusammen. Und passe das immer wieder mal an. Und so mache ich das mit allen Quadraten. So, die Decke ist jetzt vollständig zusammengenäht und auf der Rückseite habe ich einige Nähte auch schon behäkelt und jetzt zeige ich euch, wie ich das mit dem Behäkeln gemacht habe. Also zuerst alle Kanten in einer Richtung. Und dann geht es jetzt mit den Waagrechten los, aber man startet im Prinzip immer gleich. Man legt sich eine Anfangsschlinge und das Besondere ist eben, dass man den Faden unter der Arbeit führt. Ich habe hier Häkelnadel Nummer 4 von Adi. Und dann sticht man hier ganz an der Kante ein. Sticht in die Anfangsschlinge ein. Und holt den Faden durch. Dann sticht man in die nächste Einstichstelle. Und holt den Faden durch. Und so arbeitet man eben Kettmaschen, Stich für Stich. Und schließt somit die Naht. Also man schließt nicht die Naht, sondern man überhäkelt die Naht. So ist es besser ausgedrückt. Und dann muss man eben darauf achten, dass man diese Kettmaschen nicht zu stramm anzieht, dass sich die Naht nicht spannt, sondern immer nach einigen Maschen eben testen, ob sich die Naht gut dehnen lässt. Und hier unter der Arbeit führe ich eben den Faden und über der Arbeit die Häkelnadel. Wer gerne stickt, kann das auch im Kettstich übersticken. Aber man hat eben dann einen langen Faden oder muss eben mehrmals ansetzen. Wenn man das umhäkelt, hat man eben den Vorteil, dass man nur
einen Anfangs- und einen Endfaden hat. Das Ergebnis ist das gleiche. Und hier am Kreuzpunkt könnt ihr die Naht einfach überhäkeln mit einem Kittstich. Und dann geht es mit dem nächsten Quadrat weiter. Und so könnt ihr alle Quadrate oder alle Linien jetzt hier behäkeln. Hier habe ich es schon gemacht, dass eben dann die Kante schön herausgehoben wird nochmals. So, das war's. Wie gesagt, die Anleitung findet ihr unter dem Video. Dort werdet ihr das Zählmuster finden. Ein Zählmuster für die einzelnen Patches, aber auch ein Zählmuster, wenn ihr alle 25 Patches an einem Stück arbeiten wollt und in der Mitte jeweils eine Kontrastlinie einarbeiten möchtet. Also wenn ihr die ganze Dicke am Stück stricken möchtet. Wie gesagt, alles unter dem Video verlinkt. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und die Dicke gefällt euch. Und gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns bald wieder. Eure Veronika.